wo Redefluss entspringt, unklar. Wie Redefluss entspringt, ungewiss. Aber Reaktion auf etwas, Gedanke, Gefühl, Quelle der Sprache, Impuls wird zum Laut, Redefluss entsteht, Hirngletscherschmelze. Silben sprudeln, frisch und klar, nach Ursprung, es plaudert, es plätschert und es rauscht. Der Redefluss kommt ins Fließen, es plätschert ein munteres und unbeschwertes Flüsschen. Doch die Worte werden mehr, Zuflüsse aus anderen Reden und Sprachen stoßen dazu. Wenn Redeflüsse aufeinandertreffen, behält der wortreichere Überhand. Der Fluss schwillt an, gewinnt an Kraft, die Richtung wird klarer, wortgewaltig zieht er weiter. Der Redefluss beginnt sich zu beruhigen, er hat es ja nicht eilig. Zwischen Ursprung und Mündung lägen nur wenige Begriffe. Doch der Fluss fließt frei, er meandert langsam den gewundenen Flusslauf weiter. Unterwegs ist er manchmal verspielt und windet sich in engen Schleifen, in rascher Folge die Richtung wechselnd, schlängelnd seinen Weg bahnend in seinem natürlichen Verlauf. Noch bevor er die Sprachgrenze erreicht, wendet er. Dort im Flachen wird er gebändigt. Er wird begradigt, er wird kanalisiert, die künstliche Korrektion dämmt die Überflutung. Er fließt gerade, er fließt direkt, er bleibt monoton, konstant, gleich, künstlich. Zum Glück aber wurde er an gewissen Stellen wieder renaturiert. Dort kann er spielerisch sein Umfeld umfließen und schlängelt sich wieder frei und ungebändigt weiter. Der Fluss wird immer gemächlicher, er verlangsamt nach und nach, bis er scheinbar zum Stillstand kommt. Der Fluss ist kaum noch wahrnehmbar. Die Worte können sich setzen und ihre Wirkung entfalten. Die Fließbewegung kommt wieder zurück, doch schon wieder gerät der Redefluss ins Stocken. Er schwappt über, er stottert und stottert über eine Schwelle, die den Fluss zuvor starb. Die Rede wird unruhig und aufgewühlt, alles durchmischt sich und ordnet sich neu. Ein Sog, ein Gegenstrom, Rauschen und lautes Plätschern, stammt sich zu viele Silben an, schwappt ein Wortschwall über und reißt das Umfeld einfach mit. Aufgepasst, im Sog des Redeflusses und des Wortschwalls kann man untergehen. Der aufgewühlte und bewegte Redefluss fließt weiter und beruhigt sich wieder. Melodisch und gleichmäßig fließt er hier, leise rauschend, verlangsamt sich, er wird bedacht und kommt auf den Punkt, um in einem Ende zu münden.